Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir haben uns auf der Essen Motor Show die schönsten Autos angeguckt und sind dabei auf dieses Fahrzeug gestoßen von dem Besitzer Tim. Vielen Dank, dass wir das Fahrzeug vorstellen dürfen. Ja, schön, dass ihr da seid. Allererste Frage, wie nennt man das jetzt eigentlich? Ist das jetzt dann eigentlich ein Porsche Speedster, ein Käfer Speedster? Da werden wahrscheinlich viele drüber diskutieren dauerhaft. Ja. Was sagst du, wenn einer fragt? Ich sage immer, es ist ein 356 Replika. Also Es sieht aus wie ein Porsche, es ist unten drunter ein Käfer. 66er Käfer so unten drunter und oben drüber mehr oder weniger als Plastik. Das ist alles GFK. Sieht dann aus wie ein 356 Speedster. Es ist von den Abmaßen her alles komplett gleich. Also die Bodengruppe vom Käfer wurde auch 30 cm eingekürzt, damit man den gleichen Radstand hat wie beim 356. Und also ich würde nie sagen, dass es ein originaler 356 Speedster ist, weil da sind wir bei Preisen 500.000, 600.000. Von gut und böse. Jetzt kommst du hier in die Halle rein und der Speedster liegt so ganz flach auf diesem alten Teppich. Es war definitiv dieses Mal so, ich bin dran vorbeigelaufen, fand es gleich geil. Ich kann dir zur Sekunde noch nicht sagen, warum. Ich glaube, es ist einfach das Gesamtpaket, was einfach so gut ist. Also die Mischung aus Farbe, Interieur. Ich finde das mit dem Weißbandreifen geil auf jeden Fall. Ja, muss unbedingt sein. Also ich habe auch, wir sind immer noch am Überlegen, ob wir dreiteilige Felgen bauen. Aber das Problem ist, bei den dreiteiligen Felgen bauen die meisten auf 17 Zoll, 16 Zoll oder 17 Zoll. Und bei 16, 17 Zoll kriege ich nicht diese Weißbandräder. Und jetzt sind wir am Überlegen, ob es irgendwie die Möglichkeit gibt, mit BBS-Betten, dass wir eine 15 Zoll dreiteilige Felge bauen. Da sind wir jetzt, also Cut-Dateien gibt es schon. Wir wissen aber nicht, ob das gut aussieht. Ich habe jetzt nochmal gewechselt auf, das sind jetzt Alufelgen, das sind keine Stahlfelgen mehr, aber in der Optik halt wie die alten Stahlfelgen. Also ich muss ganz ehrlich sagen, alles, was du an dem Fahrzeug änderst, ist halt eine Änderung, aber es wird schwer, eine Verbesserung hinzukriegen. So, das ist definitiv so. Weiß ich, ich finde, das passt einfach perfekt dazu. Auch gerade. Also das war mir jetzt wichtig. Ich hatte auf dem PS-Days zum Beispiel hatte ich noch die Porsche-Namendeckel drauf. Dann ist hier alles komplett verchromt und rund und sieht edler und weicher aus, finde ich, das Auto. Ich wollte aber mehr diesen Racy-Look, deswegen habe ich jetzt diese Alu-Platten aus Amerika bestellt. Und ich finde, das macht so ein bisschen diesen Rennsportcharakter so ein bisschen mehr aus. Aber diese Aluplatten, die kommen auf die Radnabe und da kommt das Rad dann drauf? Genau. Das Coole an diesem Fahrzeug ist auch, da kommen wir später noch zu, vielleicht ist es auch das, was mich dann angetan hat. Ich glaube, wir standen auch vor dem Zettel und haben uns dann das Datenblatt angeguckt. Der Motor. Ist der Motor hinten, ne? Genau. So, aber erstmal für diejenigen, die jetzt nicht gerade einen Speedster auf dem Schirm haben. Eigentlich Speedster so das Topmodell von Porsche 356? Nein. Also Topmodelle sind preistechnisch, aber preistechnisch schon, aber eigentlich war das von Max Hoffmann, war der Importeur von Porsche damals für Amerika und der 356 ist überhaupt nicht gut angekommen in Amerika und dann haben die gesagt, bau uns ein ganz leichtes Ding, also ging das los mit den Muscle Cars und sowas und dann hat er gesagt, bau doch ein Auto, was ganz leicht ist, was günstig ist und dann war ich glaube 3000 D-Mark oder sowas, war damals der Speedster, ist er in Amerika rausgekommen, er hat ja keine Fensterkurbel, gar nichts, er hat Steckscheiben, also das ist ja was man auch so bei Autos eigentlich selten sieht, dass man halt so eine ganze Seitenscheibe halt einfach nur steckt und wegnehmen kann. Das war halt wirklich darauf ausgelegt, das Auto möglichst günstig anbieten zu können, um mit den amerikanischen Autos mitzuhalten. Dadurch ist halt ein leichtes Auto bei rausgekommen, was dann halt auch für Rennen eingesetzt wurde. Deswegen wurde der Speedster halt auch ganz gerne damals bei Drag Race oder Straßenrennen, wie sie es damals in den 50ern gefahren sind, eingesetzt. Und dadurch ist der ganze Hype erstmal entstanden. Es wurden 2900 Autos hergestellt. Ja, viele wurden halt einfach zersägt, kaputt gefahren bei Rennen und da gibt es nicht mehr viele von. Und dadurch sind die Preise halt einfach dementsprechend. 2900 Stück ist halt auch echt einfach gar nichts. Ne? Für die 50er Jahre. Grundsätzlich Speedster-Karosse zu 356-Karosse. Was sind da so die Unterschiede? Alles komplett gleich. Krass. Der große Unterschied ist halt die Speedster-Scheibe. Also das ist ja auch nicht von mir geshoppt oder so. Das ist wirklich eine kleine Scheibe, die sie eingebaut haben. Verdeck ist halt mehr oder weniger nur Notverdeck. Meins ist halt auch jetzt nochmal 10 cm tiefer gelegt. Das Verdeck ist normalerweise höher. Aber Heck und sowas ist auch alles ganz normal 356. Also wenn du jetzt ein Coupé hast, wird es quasi hier wieder ansteigen. Diese Front, also wenn man... Ja, schwer zu zeigen immer. Diese Linie hier, ne? Ja, ja. Das macht es halt irgendwie aus, ne? Ja. Und das heißt aber, bei dem Speedster war also das hier alles auch ab Werk genauso wie bei den normalen Autos und nicht irgendwie, keine Ahnung, aus anderen Materialien, leichter anders. Nein. Ich weiß gar nicht, ob die aus Alu waren damals. Das Original? Nein. Also das ist, man sieht Bilder von, also früher ist ja Porsche mit 356 auch in Le Mans Rennen gefahren. Und damals war das Reglement, dass diese Motorhaube immer noch ein
oder ist ja keine Motorhaube, ist ja der Kofferraum, dass die einen Schutz haben muss, wenn die Verriegelung ausgeht, dass das nicht aufgeht. Mhm. Und dann haben sie einfach Lederlaschen damals bei den Rennfahrzeugen rangemacht. Und seitdem macht irgendwie, also ich finde es halt cool, einfach aus optischen Gründen und habe dann die Lederriemen da rangemacht. Kommt einfach daher, dass sie damals bei Le Mans diese Lederriemen gefahren sind. Ich finde auch, der sieht größer aus als 356. Aber das kann halt auch wirklich einfach dadurch sein, wenn... Weil der auf dem Boden liegt. Und weil das Dach im Verhältnis weg ist. Ne? Ja, der sieht halt dadurch wesentlich länger aus. Aber du sagtest Dach gechoppt, das heißt aber die Scheibe ist... Komplett original. Original, normalerweise geht das Dach ein bisschen hoch? Genau, das ist hier ungefähr 10 cm höher und dann hat man so einen leichten Anfall oder geht so ein bisschen hoch und dann geht es runter. Aber wir wollen es halt möglichst flach haben, dass ich, ja gut, ich kann halt gerade so drin sitzen. Also es ist halt, wir haben nicht ganz die 1 Meter geschafft, wir sind jetzt glaube ich 1,1 Meter bei der Höhe. Ich wollte eigentlich irgendwie 1 Meter erreichen, aber... Darf ich mich einmal reinsetzen? Ja, klar. Das würde mich jetzt gerade auch mal interessieren. Es ist natürlich mit Dach jetzt schwer reinzukommen, aber versuch's einfach mal. Geil. Das ist natürlich auch Vorteil beim Cabrio, dass wir konnten auf der Messe so geil in den Innenraum reingucken. Ja, ich kann das Dach auch gleich aufmachen. Und der Innenraum ist wirklich für mich eins. Also das ist wirklich... Ach, wie geil. Ja, hier musst du halt... Alter, nee, selbst ich komme ja schon im Kopf gegen, ne? Ja, es ist... Ja. Ich wüsste jetzt gar nicht, setzt man sich dann eher, schiebt man den Po eher so durch und liegt eher so drin oder eher... Dann hast du ja das Problem, dass du nicht mehr... Ja, oder geht man eher so mit dem Kopf so ein bisschen nach vorne? Ich weiß gar nicht, wie ich fahre. Ich fahre, glaube ich, mit dem Kopf eher so in der Mitte dann eher, dass ich mich einfach so verrenke. Ja, da tut der Nacken dann schon weh, ne, wenn du damit fährst. Aber jetzt in dem Fall ist Replika heißt, da ist dann nichts von original Porsche Spitzermäßig. Teilweise Teile schon, also Rahmen hier und sowas, also die Scheibe, Anbauteile hier. Das ist jetzt, habe ich original noch von Reuter gekriegt. Also Reuter ist ja damals der Karosseriebauer gewesen von Porsche. Das sind original Speedster-Leisten von Reuter. Das Blöde bei denen ist, es ist ein Replika, das heißt, ganz original sind die Maße nicht. Beim Original saß das hier etwas weiter, muss man gerade überlegen, etwas weiter hinten. Auf jeden Fall musste ich einen zweiten Satz kaufen, damit ich dieses Stück selber nochmal anpassen, flexen konnte, dass es da irgendwie ranpasst. Aber ich wollte es unbedingt das Originale haben. Das waren einfach so Gardinenleisten, was die dann. Also der wurde in Amerika gebaut. Vintage Speedster nennen die sich. Die haben sich darauf spezialisiert. Aber die bauen diese GFK-Karosse. Also die bauen, du kannst ein komplettes Auto kaufen. Du kannst da anrufen und sagen, du willst einen Speedster haben und dann bauen die den, wie du den haben willst. Also Luftfahrwerk und sowas jetzt nicht und den Motor, aber du kannst die Farbe auswählen, du kannst Interieur auswählen. Aber das ist eine originale 356 Tür? Nee, das ist ja gerade, ne? Ist ja, das muss ist ja anders sein. Weil komplett sich so auch vom Aufmachen her. Das ist ja auch, wenn du klopfst, gerade hier vorne, das ist. Das so massiv, ne? Ja, das ist aber auch so dickes GFK, ne? Mhm. Und wo die jetzt produziert werden, es gibt noch einige, die werden in Mexiko und Brasilien und so die Ecke da. Gibt es noch einige, die bauen auch 550 Spider, die bauen auch den verschiedene Porsche nach. Und dann nimmt man standardkäfermäßig alles komplett ab, lässt nur noch den Bodenrahmen und packt da das Häuschen drauf. Einkürzen noch, 30 cm rausflexen, wieder zusammenschweißen, damit man den richtigen Radstand hat. Und dann Käfer ist länger? Käfer ist länger. Käfer ist 30 cm länger. Muss man drauf achten beim Käfer. Das Rad. Ich dachte, es ist weit hinten das Rad wahrscheinlich. Genau, das Rad ist ungefähr, ja. Und das baut ja noch hinten weiter auf. Und dann einmal logischerweise Neulack ganz in den Innenraum machen. Ja. Wie kamst du auf die Farbkombi? War gleich so von vornherein klar, das ist es? Nee, es hat Ewigkeiten gedauert, bis ich da eine Farbe gefunden habe. Es gibt ja einen, der sieht so ähnlich aus, Daniel, sieht auch mit Luftfahrwerk, war der erste, glaube ich, der ihn auf Luftfahrwerk umgebaut hat. Hat eine ähnliche Farbe, eine richtig alte Farbe genommen von Porsche und ich wollte aber was Moderneres nehmen. Und das ist jetzt Aventurin Grün vom 992 Porsche, also jetzt 2023er Farbe. Aber die Farbe hat mir einfach, weiß nicht, sofort habe ich gesagt, boah, das auf dem alten Auto wäre auch mal richtig geil. Hat noch keiner gemacht. Ich überlege gerade, die Farbe auf dem neuen Auto, könnte ich mir jetzt zur Sekunde gar nicht so vorstellen. Weil jetzt gerade denkt man so, das ist so eine alte Farbe. Das liegt daran, weil das Auto jetzt gerade irgendwie so... Ja, du musst auch wirklich einen 992 angucken, in Aventurin Grün. Der hat ganz viele schwarze Applikationen, der hat relativ viel Chrom. Die Farbe wirkt komplett anders auf dem 992. Ist eine gesunde Mischung aus in Amerika alt, Nobel und trotzdem noch so ein bisschen... Bisschen classy so. In Amerika Emory, das ist der originale 356 zu Outlaws umbaut. Aber sonst die Farbe hat so auf dem 356 erstmal so keiner. Mhm. Das heißt aber von der Basis her, ist es jetzt eigentlich ein Käfer? Ja. Wo man das dann alles so drauf tüffelig eingetragen bekommt? Das, Weil haben wir ganz oft in unseren Videos, weil die Generation, die bei uns hinterherkommt,
die denken wirklich, man kann gar nichts eintragen. Sowas, ach, wir kürzen ein Auto ein, setzen ein anderes Häuschen drauf, das muss ja auch nicht mehr. Das ist das große Problem. Deswegen steigen die auch so im Preis. Du kriegst es nicht mehr zugelassen. Also die Autos, die es jetzt gibt, die gekürzt sind, die haben eine Eintragung. Jetzt weiß ich nicht ganz genau, wie das ist, wenn du jetzt ein Käfer nimmst und willst quasi, oder hast ein GFK-Karosse und willst das selber bauen, alles komplett, dann kriegst du es nicht mehr zugelassen, weil du in dem Moment, wenn du die Bodenhälfte auseinanderflext und wieder zusammenschweißt, eine neue Fahrgestellnummer brauchst oder eine neue Zulassung brauchst, und sowas kriegst du dann nicht mehr zugelassen. Dann musst du wieder, dann heißt es wieder hier die Abgaswerte von heute und pipapo und kriegst es nicht mehr zugelassen. Ist auch das große Problem, wenn du jetzt gerade in Amerika einen bauen lässt, also die werden ja immer noch in Amerika gebaut, importierst das Ding und dann hast es hier stehen und kriegst es nicht zugelassen. Verstehe, weil es halt theoretisch ein eingekürzter Käfer ist, genau, wo halt Steifigkeit, Festigkeit... Ja, auch wegen Abgaswerten dann halt. Ne? Das ist, wird dann als Neufahrzeug quasi mussten zulassen und das ist das große Problem und... ja, deswegen. Also bei mir steht auch wirklich im Fahrzeugschein drin, eine Vintage Speedster, da steht nicht mehr VW Käfer oder sowas drin, sondern wirklich, der hat dann von denen damals wurde dann zugelassen. Was kostet in Amerika so ein GFK-Satz, sage ich jetzt einfach mal? Nee, du kostet ein komplett fertiges Auto. Also kann man einzeln nicht kaufen, also du kannst du kannst auch GFK kaufen, weiß nicht, 5, 6, 7.000 irgendwie, schätze ich mal, so ein Geht Satz. Noch. Ja. Aber da hast du eine nackte Karosse, da fehlen dir dann die Scheibe, das sind ja die teuren Teile, die Anbauteile, da fehlt dir die Scheibe, da fehlt dir alles. Ne? Da und, nur aber da ist dann immerhin schon eine Bodengruppe drunter? Nee. Oh nicht, also du kriegst wirklich nur das Häuschen. Nur Plastik. Ja. Und wenn man das von denen schon fertig gebaut kauft, also fertig gebaut kauft, heißt mit Bodengruppe drunter, eingekürzt und so? Ja, oder bieten nur ein ganzes Auto immer an? Ganzes Auto. Ah, dann komplett nur ein ganzes Auto, okay. Ganzes Auto mit Motor und allem Pipapo und da dann bist du aktuell. Thematik. Genau. Also ich kenne jetzt einen aus Osnabrück, der hat das gerade gemacht. Ich meine, der hat den für 40 oder sowas in die Richtung in Amerika gekauft und hat jetzt nochmal weit 20, über 20 reingesteckt, dass er ihn überhaupt zugelassen hat. Mhm. Und da hat er auch gesagt, macht er nie wieder und kann er nur von abraten. Ja, und solche Sachen, wo kriegt man so Speedster-Teile her? Ne? Weil, ja, viel suchen. Wenn es da 2.900 Autos von gab, dann kann man sich ja überlegen, wie viel da noch. Also hat er mich auch gewundert, dass Reuter die noch liegen hat, dass man die wirklich noch, aber gut, ist ja bei normal 356 ist auch diese Leiste dran. Genau. Luftfahrwerk? Ja. Mhm. Komplett eingetragen. War auch, mussten wahrscheinlich Pflicht für dich, dass das Ding so flach auf dem Boden liegt? Ja, ich wollte immer mal ein Auto mit Luftfahrwerk haben. Also ich habe auch schon immer mal irgendwie Autos umgebaut. Oft immer früher mit Gewindefahrwerk und so. Und ich wollte unbedingt mal ein Auto mit Luftfahrwerk haben. Und ich habe gesagt, das Auto verkaufe ich halt nie wieder. Ich habe gesagt, das Auto will ich halt immer fahren. Und ich habe gesagt, da machst du es jetzt. Ne? Ich finde, es ist halt so eine alte Karosse, ja, die original aussieht und die auf dem Boden liegt. Also egal, alter Mercedes, egal, finde ich immer cool. Alte Autos auf dem Boden. Ja, ja. Wirkt halt echt geil. Ne, gerade beim Abstellen ist es halt, wenn es steht, guckt sich halt einfach geil an. Ne? Ja. Weil, ne, so könntest du halt keinen Meter fahren wahrscheinlich. Doch, der ist komplett fahrbar so. Also, ohne Lenken, oder wie? Oder sind ja, du kannst diesen, wie heißt der, AAF-Kraftkreis, wird er noch gerade so hinkriegen. Der ist komplett fahrbar. Einzige Problem ist mein Auspuff jetzt, also da passt jetzt ein Blatt Papier zwischen, aber der schleift nicht. Also den kann man so fahren. Was, Alter, gefühlt halbe Rad weg. Aber so fahre ich den halt auch nicht. Ne? Also ich fahre nicht mehr. Nicht mehr viel. Ich fahre halt wirklich auch hoch und aber wie ist das dann so mit Thema Bremsen und so? Das muss ja auch alles umgebaut sein, oder nicht? Ja, vorne ist Scheibenbremse. Das war aber schon von dem Hersteller so. Hinten ist noch Trommelbremse. Das wäre noch eine Überlegung, ob wir auch noch auf Scheibe umbauen. Aber aktuell ist vorne nur Scheibe. Der originale Speedster oder auch 356, der hat hier zum Beispiel gar keine Trennung? Nein, das ist alles ein Teil. Ja. Krass. Das ist alles ein Teil. Nie so drauf geachtet, dass sie so clean sind. Ich dachte immer nur, der Speedster ist so clean. Nee, ist 356, ist alles ein Teil. Hm. Wie lange hast du das Ganze? Wie lange machst du das jetzt schon? Den Speedster? Also, genau, also angefangen mit dem so. Boah, wie lange habe ich den? Den habe ich, jetzt müsste ich lügen, also ich habe den ja als komplett fertiges Auto gekauft, also der lief, der war angemeldet, der stand irgendwo in Ulm, ich habe den freitags bei eBay Kleinanzeigen gesehen, gleich abends 2 Stunden mit dem Verkäufer telefoniert und habe gesagt, boah, ich habe Interesse und will den auch kaufen und ja, ich habe gesagt, ich schaffe es aber nicht, Samstag herzukommen, ich komme Sonntag, dann rief er irgendwie 2 Stunden später an, ja, jetzt wollen morgen, also Samstag wollen schon 2 kommen und so, aber er hat mir schon zugesagt, er hält mir den auf jeden Fall, er reserviert mir den für Sonntag, aber die anderen beiden gucken sich den schon mal an und hat auch wirklich zu seinem Wort gehalten, habe Anhänger organisiert, bin dann hingefahren, das große Problem war erstmal Geld zu organisieren, Freitagabend, keine Bank hat mehr auf, muss man erstmal das Geld organisieren und dann hat er sich darauf eingelassen, erstmal eine Anzahlung, hat mir den Brief hinterhergeschickt, also es war wirklich mehr als korrekt, was er da gemacht hat. Und war aber auch schon so lackiert mit Innenraum und nein, so? Nein, 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 der war in Delfingrau vorher, es sah halt ganz anders aus, das Auto, ne? Das ist halt so ein Grau, da hatte ich schon die Weißwandräder drauf und alles. Aber es ist tatsächlich die Farbe, ne? Weil hier sieht er jetzt gleich so 356-mäßig aus, finde ich.
Findest du? Ja, ne, also weiß nicht, wenn man die Bilder sieht, oder vielleicht, weil er hier auch einfach 10 cm höher ist gefühlt. Klar, da ist es gleich ein bisschen mehr als hier. Ja, das ist das gleiche Auto. Ja. Aber da war gleich beim Kauf, habe ich schon gesagt, die Farbe ist es nicht. Aber ja, das ist aber auch völlig eskaliert. Also wie es halt immer ist, ne? Ja, wir sind die Creme 21 Rallye damit mitgefahren mit dem Auto. Und bei der Creme 21 irgendwo im tiefsten Dresden da hinten irgendwo Motor hochgegangen, keine Leistung mehr gehabt, musste das Auto abstellen und dann, ja, wie das dann anfing, war ich hier in der Halle, habe den Motor rausgebaut, dann hatte ich den Motor hinten raus und dann habe ich irgendwie meinen Kumpel von mir als Lackierer, habe ich den angerufen, sag mal, was kostet denn hier so ein komplettes Auto lackieren? Ja, kriegen wir schon was hin. Ja, dann habe ich angefangen, die Leisten abzunehmen und so, wollte das Auto neu lackieren und dann fing ich an, so innen drin den Leder so ein bisschen abnehmen, ja, dann musste ich mich auch immer um den Sattler kümmern und also den Motor auseinander hatten, Kumpel von mir hat gesagt, bauen wir einen richtigen Motor, ja, dann ist das völlig eskaliert. Und ja, wo ich ihn komplett auseinander hatte, habe ich gesagt, ja, der muss im gleichen Atemzug jetzt auch das Luftfahrwerk rein. Ja, und am Ende war das ganze Auto auf einmal komplett auseinandergebaut und ja, wir hatten ganz viele Baustellen. Das heißt, was ist jetzt noch alt geblieben? Wahrscheinlich gar nichts am Ende. Nee, am Ende eigentlich wirklich fast gar nichts. Nee. Also es ist wirklich Achsen neu reingekommen, ist eine schmalere Achse vorne reingekommen. Das Coole ist, da hat sich jetzt ja auch hier die Jungs von Null Bar oder eine Abzweigung von Null Bar. Emanuel hat sich darauf spezialisiert, ein Luftfahrwerk rauszubringen mit Zulassung für Käfer. Das heißt, du kriegst es auch hier eingetragen. So, jetzt kommen wir mal zum Objekt der Begierde hier. Motor. Was war da vorher drin? Ganz normal Käfer, 1600er, Doppelweber, 70 PS. Mhm. Ja. Was war original in dem Speedster drin? 90 PS, also auf Vierzylinder. Aber auch gleiche Motorbasis. Genau. Halt ein bisschen schärfer gemacht. Von Porsche dann halt direkt, ne? Ja. Porsche 1600 Super steht ja noch drauf. Doppelweber-Vergaser hatten die und ich meine 90 PS hatte die Top-Variante. Super 90. Aber von dem eigentlichen Aufbau her ist Käfer und Porsche Motor schon ähnlich. Ja. So, also ist jetzt nicht so, dass es auf einmal ein komplett anderer Motor drin ist. Nein, also ist die gleiche Technik, aber klar, haben die dann ihre eigenen Gussteile und sowas. Mhm. Also ein 356 Motor ist schon noch anders als ein Käfermotor. Mhm. Das schon. Okay, und jetzt? Klappe auf, oder? Nee, jetzt haben wir das Ganze mal bisschen krasser gemacht. Hat er sogar mit Leder da drin. Genau, ich kann auch, dass man ein bisschen mehr sieht. Ah, mit Beleuchtung. Ja, was haben wir da? Wir haben immer noch Typ 1. Viele bauen dann halt auf Typ 4 um, aus dem T2-Bus, weil du da höhere Kubikzahlen fahren kannst. Also hier sind wir jetzt bei 2,4 Liter. Das ist das Größte, was du beim Typ 1 bauen kannst. Ja, von der Optik her auf Porsche-Gebläse umgebaut. Normalerweise hat man hier hinten so einen Blechkasten. Mhm. Aber für mich musste halt einfach dieses Porsche-Gebläse da rein, auch lackiert. Sieht irgendwie passig aus, ne? Sieht irgendwie so modern in Anführungsstrichen aus. Ja, sieht halt einfach geil aus. Ja. Das ist halt und deswegen habe ich gesagt, also wenn wir jetzt einmal alles umbauen, dann einmal richtig, dann habe ich auch zum Sattler gesagt, ich weiß auch, dann will ich hinten auch einmal alles... Ein bisschen Dämmung, genau. Er hat erst so ein bisschen seine Zweifel gehabt. Er meint, das hält alles nicht, wenn es warm wird im Sommer und so. Also wir haben es auch nur Minuten festgemacht, man kann es auch wieder rausnehmen. Also wenn ich es nicht wüsste, würde ich sagen, du bist doch keinen Meter mitgefahren. Doch, ich bin. Ja gut, mit dem Motor bin ich jetzt tatsächlich erst so 20. So sauber alles aus, dass man denken würde. Man ja, 20, 30 Kilometer bin ich mitgefahren. In Hannover einmal diese Twinkle Cruise Night, da haben wir es kurz gesehen. Ja. Da war ja komplett beleuchtet mit den Lichterketten dran. Und einen Tag später bin ich nochmal so eine Dings gefahren, so eine Cruise Night, so eine Lichterfahrt. Und da habe ich die ersten 2, 3 Gasstöße auch mal gegeben, dass ich den Motor einmal fahren konnte. Und ja. Das heißt, wir reden jetzt hier über 2,4 Liter. Genau. Auch wieder Doppelweber-Vergaser. Jo. Für diese 2,4 Liter muss man wahrscheinlich Kolbenpleuel, Kurbelwelle und Zylinder. Also eigentlich das ganze Gedeck da drin neu. Ja. Also eigentlich wollen wir alles auf die alte Basis aufbauen, auf den alten Motorblock. Bis ich dann auf einmal den Anruf vom Motorbauer bekommen habe, du, wollen wir nicht komplett auf Alu bauen. Also ist der komplette Motorblock auch aus Alu. Vorher ist es eine Alu-Magnesium-Mischung. Mhm. Und das ist jetzt wirklich, also es ist wirklich ein komplett neuer Motor mit komplett neuen Teilen. Also es ist nichts mehr original. Krass. Alles neu, nichts Altes mehr drin. Das Besondere bei dem Motor, was wir jetzt eingebaut haben, ist, dass wir Zylinderköpfe eingebaut haben, die halt komplett aus dem Vollen gefräst sind. Ach krass, mit Kühlrippen sogar, ne? Also wirklich komplett aus dem Alu-Block. Und da haben wir die Einlässe vom Typ 4 Motor. Also ich habe eben schon gesagt, dass viele auf Typ 4 aufbauen, weil das ja der stärkere Motor ist. Und da haben wir jetzt die Einlässe schon vom Typ 4 Motor in den Zylinderköpfen in einem Typ 1. Ach krass, okay. Das genau. Heißt, normalerweise würden die auf einen Typ 4 Motor nicht draufpassen, aber die Ansaugung würde immerhin draufpassen. Genau. Und die sind wahrscheinlich, unabhängig davon, dass sie aus Alu sind, werden die halt auch einfach wahrscheinlich kanalmäßig ein bisschen größer, besser. Ein bisschen, ja. Und so weiter schon sein. Und wahrscheinlich Thema ist wahrscheinlich auch Bohrung, ne, dass man unter den Hubraum kommt. Genau, das wird auf die 2,4 Liter. Ist das made in Germany? Genau, in Bayern sitzt der. Da gibt es so 3, 4 Leute, glaube ich, in Deutschland, die sich darauf spezialisiert haben, eine Zylinderköpfe herzustellen.
Und das ist einer davon. Es ist ein bisschen schade, dass man den halt dann nicht mehr sieht, die ganze Technik da unten. Aber weil es sieht halt einfach geil aus, ne? Frästes Alu sieht geil aus. Ja, alleine gefrästes Alu-Molekül wird mir schon krass, ne? Ja. Von hier auch nochmal durchgebohrt. Krass. Was, also das mit der Käfer, das fasziniert mich immer wieder, wie viele. Ja, und ja, dass sich da welche drauf spezialisieren. Genau. Und ja, die Technik von heute. Und hat schon mal einer so einen Käfer auf dem Vierventilkopf umgebaut? Weißt du das? Echt? Gibt ja echt Verrückte. Es gibt ja auch auf Einspritzungen, auf sequenzielles Getriebe. Dann sehe ich auch, ist zündungsmäßig auch irgendwas Neueres drin? Ja. Also man hat einen klassischen Zündverteiler, wie man es halt kennt, aber dieser Zündverteiler ist programmierbar. Das heißt, das Auto hat schon eine Zündkurve und nicht einfach immer dauerhaft den gleichen Zündwinkel, der nur auf die vier Zylinder verteilt wird, sondern man kann das Ganze schon, hatten wir bei Debilas, hatten wir das auch mal gesehen. Genau, also das müssen wir jetzt alles noch, der ist noch nicht hundertprozentig abgestimmt, da haben wir erstmal eine Grundabstimmung, dass er überhaupt läuft. Genau, und das muss jetzt noch abgestimmt werden. Krass, aber es steckt auch Liebe in dem Motor, ne? Muss man schon sagen. Ja. Alles lackiert, so mit Antriebsbrücke. Genau, aber... Sind das dann 45er Vergaser oder 48er? Oder? 48er. 48er, krass. Ja. Das heißt, und das Ganze auch, normalerweise sind die andersrum verbaut. Wir haben jetzt aber Adapterplatten hier zwischen, dass sie nach innen gebaut sind, dass man hier an die Düsen reinkommt. Normalerweise musst du dann von außen quasi, das ist immer so ein Fummel. Aber die sind auch einmal, deswegen gedreht. Das Gestänge auch komplett gedreht, einmal alles andersrum aufgebaut, genau. Was ist dann das Ziel, leistungsmäßig? 180, 200 haben wir uns so als Ziel gesetzt. Krass. Ja, wir hoffen, dass das Getriebe mithält. Das ist noch das originale Käfergetriebe, aber lang übersetzt und ein bisschen verstärkt noch. Also für eins der ersten Käfergetriebe. Es hält ein bisschen mehr aus, aber... Ja. Ist wahrscheinlich dann auch so schalttechnisch nicht ganz so geil, ne? Doch, es geht. Geht echt? Ja. Wir haben ja so einen kurzen Schalthebel drin, so alles schon verkürzt und so, das geht eigentlich. Aber 200 PS in dem Auto kann man sich gar nicht vorstellen, glaube ich. Das ist wie ein Go-Kart. Was wiegt der? Ich habe noch nicht gewogen. Ich dachte ja, dass du deine Waage mitbringst, aber... Habe ich auch zufälligerweise tatsächlich mit. Echt? Ja, klar. Also können wir wirklich mal wiegen. Ich also so hin ohne meine Waage. Weil ich habe mir das Ganze nämlich schon so ein bisschen gedacht, nee, wir können ihn dann gleich einmal... Also ich schätze, ich hätte gesagt 600. Mhm. Kann aber vielleicht ein bisschen mehr sein, ich weiß es nicht. Ich hab, also, aber auf jeden Fall unter einer Tonne. Ich habe noch nie sowas gewogen, ich kann es wirklich nicht sagen. Ich hätte jetzt aus dem Bauhaus gesagt, aber das wiegt nicht ein originaler Käfer schon mehr als 600? Ja, das ist alles GFK, es ist halt nichts. Ne? Ich baue gleich das Verdeck ab, das ist noch ein bisschen Kilo weg. Aber. weil manchmal ist GFK auch nicht so leicht am Ende. Ne? Also sehen wir zwischen 600 und 800 wird es wohl... Genau, also ich hätte aus dem Bauhaus gesagt, mein Tipp wäre eher gewesen 700, 750. So in dem Dreh, hätte ich so. Ja, und wenn man dann mal das Leistungsgewicht sieht, dann... Mit 200 PS, dann macht das schon richtig Musik da drin. Ne? Ja. Also Probefahrt können wir heute noch nicht machen. Auch wenn du angeboten hattest, wir können fahren, es ist Winter, so ein Auto fahren wir nicht in den Winter. Das machen wir irgendwann ganz in Ruhe, wenn das Ding mal... Ich wüsste auch schon, wo wir das machen. Und da könnten wir idealerweise mal eine ganz entspannte Runde Bilzerberg fahren zum Beispiel. Hätte ich auch Bock drauf. So, also ihr macht doch bestimmt wieder diesen... Ja, ja. Also wir können da auf jeden Fall was machen, weil da sehe ich das Auto oft ganz entspannt. Die Leute denken gleich immer, wir wollen da so, nee, einfach nur, es ist einfach vom Feeling her, wenn man diese Möglichkeiten hat, ist das einfach geil, da mal so ein bisschen Kurven fahren. Ja, willst du einmal wiegen oder wie? Sollen wir mal wiegen? Können wir gerne machen, ja. Aber ist immer noch richtig flach, das Ding, ne? Kannst du mal ein bisschen Gas geben? Ich will unbedingt mal hören hier. Ja geil, aber auf Drehzahl hört man es schon, dass der so richtig schön rotzig und böse sich anhört. Auch so geil, diese Gasstöße, ne? Wie das so... Aber klingt geil. Also, Nockenwellenrad ist gerade verzahnt, deswegen jault er so. Das haben wir ja, glaube ich, gerade gehört. Also wir haben den jetzt schon vorher warm laufen lassen. Nicht, dass wir jetzt alle denken, dass ich den jetzt so... Ist der Motor kalt? Gib ihm 6,5. Nein. Man riecht auch sofort hier drin den alten Motor, ne? Ja, das will man ja. Vor allen Dingen, da sind für jede Bank ist da bestimmt so ein Topf drunter, ne? Und trotzdem ist der so auf Last so laut, ne? Ja. Also ich glaube, das wird nochmal ein richtiges Erlebnis, weil gerade die Saugmotoren, das kannst du ja im Leerlauf nie vergleichen mit wenn der unter Last richtig geil an. Also ich bin ja einmal ganz kurz damit gefahren und der Sound, man hört dieses Gejaule, dachte ich erst, das wird zu laut, aber bei der Fahrt merkt man das Gejaule gar nicht, aber dann ist es ein geiler Sound. Also und das Gejaule kommt, Nockenwellenrad ist gerade verzahnt. Genau.
Und original Schrägverzahn, dann ist komplett weg und nur auf Gratis? Entschuldigung. Gibt es einige, die bauen sich das ein nur für den Zaun, ne? Wahrscheinlich auf jeden Fall. Ja, ich. Das sieht man nicht. Ja, weiter, noch ein bisschen, 20 Zentimeter, weiter, noch ein bisschen. Stopp. Ich hatte kurz Herzstillstand, aber du warst ja noch in dem Auto drin. Aber wir sind jetzt doch... Jetzt verrate nicht, wie schwer ich bin. Wir sind doch leider drüber. Echt? 811. Ui. Ja, wir haben das Verdeck ja noch drauf. Ja, wir machen ein bisschen Leichtbau jetzt. So, wir tunen ihn nochmal kurz. Ja, 600 Kilo ist das so Cross-Käfer-Renner, wo alles abgebaut ist und so, ne? Ja, wenn Sommer wird, macht man zack, 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 zack. Nimmt man einfach ab. Dann hast du das ganze Verdeck schon ab. Ich habe jetzt irgendwie so mit 10, 20 Kilo gerechnet. Und nee, dachte, das ist wirklich nur ein Notverdeck. So sieht ja, aber guck mal, so sieht man noch mal den Innenraum hier. Ja, genau, das ist halt noch mal ein ganz anderes Auto dann, ne? Ja, yeah, ganz wichtig. Für Goodwood. Fürs Festival Speed dann. Die, sag mal, die Sitze? Original Speedster-Sitze sind das. Also es ist ein Unterschied von 356 zu Speedster, waren das nur diese alten Schalen da. Also die Original 356 sind halt dick aufgepolstert und so und da war wirklich so... Das ist Original 356 Speeder? Nee, auch aus GFK, ne? Ah, okay. Aber die wären im Originalstil so. Genau. Weil ich hätte jetzt so gedacht, Original Speedster Sitze ist doch bestimmt auch schon wieder so das... Unbezahlbar. Unbezahlbar, genau. Genau. Weil viele auf 356 halt dann auf die Sitze umbauen, deswegen sind die unbezahlbar. Ja, die haben jetzt auch nochmal, die Persenning haben auch nochmal aus Leder gemacht. Unbezahlbar heißt eher so 2.000 Euro, 5.000 Euro, 10.000 Euro für so ein Pärchen? 3.000, 4.000 musst du rechnen. Unbeledert, also nur den Zustand von damals. Ja. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob so mit Verdeck drauf, finde ich, ist so ein bisschen Badboy-mäßiger. Weil genau. Es so flach ist, du gar nicht siehst, was da drin so abgeht. Ja. Und so ist es auf jeden Fall in Anführungsstrichen älter, so von der Optik her, finde ich. Es ist eleganter, glaube ich, ne? Also wesentlich eleganter. Wo sind wir jetzt? 700? Haben wir die erreicht? Nee, jetzt gerade sind es 806. Also 5 Kilo das Verdeck. Auf jeden Fall mega geiles Auto. Danke. Sieht geil aus, geil gebaut, Qualität cool, Stil cool. Mal was, ich finde die Farbkombi ist mal so ein bisschen was anderes. Weil ich wüsste, bei mir wäre das Auto rot oder schwarz. Wollte ich extra nicht bei dem Auto, weil es gibt den Speedster gibt es in Silber, in Schwarz, in Rot. Das waren, glaube ich, so die krassen Farben. Und ich habe so, nee, wenn, dann will ich was anderes. Was muss man sich auch immer erstmal trauen, so eine Farbe zu lackieren. Und da hast du auf jeden Fall alles richtig gemacht. Das ist richtig. Aber irgendwie so ein Blau oder ein Gelb oder so hätte es auch nicht irgendwie ausgesehen. Deswegen wollte ich auch ein Grün. Auch so mit dem braunen Innenraum und so. Ist das schon. Das Holzlenkrad? Ist aber nicht original. Ein original Nadi-Lenkrad ist das, ja. Mhm. Genau. Das heißt, es war damals so Zubehör, Tuning oder? Oh, ich weiß gar nicht, beim 356 gab es halt ganz, ganz große 40er Durchmesser. Ich kenne auch viel, viel größer an dem Auto eigentlich. Genau, aber ich muss die Größe schon fahren. Damit ja, keine Servolenkung, ne? Man darf nicht vergessen, dass... Das Problem bei mir ist halt aufgrund meiner Größe, dass ich hier, das ist jetzt schon ein Problem. Und mit der vielen Kopffreiheit, die du da drin hast, ne? Deswegen musstest du da ein paar Zentimeter noch holen am Lenkrad. Ja, nee, ich freue mich drauf, wenn wir eine Runde mit dem Ding fahren. Bei dem Wetter im Winter auf jeden Fall nicht. Und wenn der dann richtig abgestimmt ist. Wollt ihr den auf dem Prüfstand abstimmen oder auf der Straße? Oder wie habt ihr das so vor? Oder beides? Wir haben den Lambda-Wert, wir haben den ganzen Motor auch einen Kencheck angeschlossen. Das zeigen wir dann alles im nächsten Video. Da wird er erstmal auf der Straße abgestimmt. Und ich denke mal, dass wir auf dem Prüfstand auch nochmal gehen. Okay. Also wenn ihr auf dem Prüfstand seid, sagt auf jeden Fall mal Bescheid. Ja. Vielleicht klinken wir uns da auch nochmal ein, alleine soundtechnisch, das Ganze mitzunehmen. Vorne ist natürlich auch wieder alles mit Leder bezogen. Ja, okay, aber da muss man sich auch nicht wundern, dass es halt so ein paar Kilo zusammenkommt. Ne? Genau, das ist die ganze Airride-Technik. Weil alleine das, was hier an Leder drin ist, sind Minimum schon mal 20 Kilo so, alles so zusammen, weil das ist ja auch alles dick gepolstert, ne? Holz und oder sogar noch. Wir haben ja das Holz selber gebaut. Und dann Tank, Airride mit Steuerung. Und drunter noch die Kompressoren, Batterien. Kompressoren, Batterien. Ja, und darunter ist der original Käfertank dann auch. Da muss man schon echt noch aufpassen beim Tanken jetzt so, ne? Mit dem Leder und allem. Ja. Ist irgendwie eine gesunde Mischung aus Showcar, aber trotzdem noch Auto, was du halt wirklich fährst. Dafür habe ich ihn ja gebaut. Ich habe ihn gebaut zum Fahren. Also ich wollte nicht irgendwie nur zu Treffen fahren und irgendwo hinstellen. Also bin ich sowieso nicht so der Typ für, der irgendwo auf Treffen sich hinstellt und die ganze Zeit daneben steht und wartet, dass irgendwann angesprochen wird. Ich will das Ding wirklich fahren. Also du bist der vom Käfertreffen dann immer wegfährt. Vom Parkplatz runterzieht. Genau. Na genau, also dafür habe ich ihn gebaut. Es soll funktional sein, es soll fahrbar sein. Ich habe den für mich gebaut, damit ich damit fahren kann, damit ich damit so ein bisschen Ausgleich zur Arbeit schaffen kann. Und dafür ist er gebaut. Also Ziel ist es dieses Jahr definitiv vielleicht mal Richtung Österreich, Italien, Bergpässe fahren. Dafür ist er gebaut.
Ah, ihr. Ich muss auf Thema Gewicht eingehen. Ne? Also jeden Fleck genutzt, den man nochmal ja, veredeln kann. Wenn man es einmal macht, dann habe ich gesagt, dann machen wir es einmal richtig. Und nee, wirklich sehr, sehr schönes Auto. Selbst die, hier sind noch die Originalen irgendwie drin und selbst das haben wir mit dem Leder, das ist jetzt Cayenne-Leder, also Original Porsche Cayenne-Leder. Und da ist der Original, ist da noch drin und selbst die haben wir nochmal beledert. Dass es das gleiche Leder ist wie... Ist komplett ganze Innenraum alles Cayenne-Leder? Ja. Und nicht das, also, wird sich noch neidisch mit seinem Cayenne-Leder. Also das heißt Havanna Braun ist das und das Bouclé unten drunter ist auch alles Original 356, das Braune. Und die Naht haben wir in grün gemacht, passend zur Außenfarbe. Ja, und dann halt alles auch mit Leder abgesteppt dann hier, ne? Unten da auch nochmal für die Füße. Ja. Ich würde sagen, vielen Dank. Geiles Auto. Danke. Und wir sehen uns auf der Rennstrecke. Klingt irgendwie komisch bei dem Auto, aber mal gucken. Ich habe auch passende Helme noch dafür. Da muss auf jeden Fall einer der Helme aufsetzen. Geil.